So, da sind wir wieder zurück. Tja, letztes Mal haben wir ja diese komische Raumstation da gefunden, die da irgendwie von Eulen oder irgendwas besiedelt war. Viel schlauer bin ich noch nicht geworden. Checken jetzt nochmal ganz kurz den Schiffscomputer. Genau, Fremdling hieß das Ding. Da fliegen wir jetzt auch direkt wieder hin und gucken, ob wir irgendwie einfach noch ein paar Informationen daraus ziehen können. So einen richtigen Plan habe ich aber noch nicht. So, wir hätten das ja. Fuck. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht, wenn ich jetzt einfach so hier. Schnell markiert. 8 Kilometer. So, dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit noch. Beim letzten Mal mussten wir ja noch so lange warten, bis er dann sich vor die Sonne geschoben hat. Ist jetzt auch dann das zweite Mal erst. Jetzt ist die Frage, wo komme ich denn da jetzt genau rein? Ich sehe es ja überhaupt nicht. Okay, alles klar. Einfach drinne. Auch geil. Jo. Immer ruhig. Ist es diesmal anders? Es sah doch beim letzten Mal gar nicht so aus, oder? Ah, doch, hier bin ich dann rein, ja, genau. Und hier habe ich dann geparkt. Ups, uppala. Egal, das brauchen wir ja eh nicht mehr. So. Er kommt schon geil. Na gut, vielleicht ist da vorne auch noch irgendwas. Aber damit kann man sich das nächste Mal dann auch noch mit beschäftigen. So, bevor der Damm bricht, warte mal, hä, wie sind wir jetzt hier durchgekommen? Beim letzten Mal sind wir doch woanders durchgegangen, oder? Oder täuscht mich das jetzt? Ah, war das hier irgendeine wichtige Hütte? Hier war dann ja. Genau, da links daneben, da war ich. So, dann fahren wir hier mal kurz. Ah, Geistermaterie. Oh, gar nicht gut. Okay, hier am Rand kann ich aber lang. Oder? Ja. Ah, hier auch. Kann ich auch lang? Hier kann ich nicht lang. Kann ich oben irgendwie rein? Digga, dein Ernst? Shit. Ah, Kacke, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich da irgendwie gleich wieder runterrutsche von dem scheiß Dach. Ja, mir sitzen gerade noch so ein bisschen ein paar Komplikationen tief in den Knochen. Und zwar hatte ich eben gerade noch die Befürchtung, dass ich meinen Spielstand verloren habe. Aber Gott sei Dank gibt es Backup-Files. Na, oder ist er noch markiert? Doch, der ist noch markiert, alles klar. Ja, vielleicht noch ein bisschen, ja. Okay, Geistermaterie. Ich weiß, dass das ja irgendwann unter Wasser steht. Vielleicht sollte ich das im Auge behalten, wenn da wirklich die Flut dann kommt. Saugt mich das jetzt gleich ein, oder? Ja, das saugt mich wirklich irgendwie ein. Jetzt bin ich ja schon mehr oder weniger auch drinne. Ich sehe jetzt hier, ich kann noch das Schiff drehen. Da ist ein Eingang.
sehe jetzt auch nur diesen einen. Gut, damit kann man sich ja, wie gesagt, vielleicht auch nochmal irgendwann anders beschäftigen. Falls man vielleicht mal wieder hart stuck ist. Müssen ja erstmal. Uiuiui, das war gar nicht gut. Junge, wieso habe ich mir denn jetzt so den Kopf gestoßen? Keine guten Voraussetzungen. Okay, was können wir noch machen? So, wir waren hier noch nicht weiter. Hier ist dann, glaube ich, der Damm gebrochen, als wir hier standen. Packen wir das hier mal kurz zwischen. Ich hoffe, dass ich nicht glaube, dass ich mich hier irgendwo heilen kann. Aber bisher habe ich das ja immer nur mit meinem Schiff gemacht. Okay, hier ist zumindest ein Häuschen, wo wir noch nicht drin waren. Bin ich nicht hier das letzte Mal durchgekommen? Mit Sicherheit. Ja. Von hier sind wir gekommen. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir schon mal jetzt ein bisschen Orientierung. Was ist denn, wenn ich hier... Versuchen jetzt erstmal hier ein Stück hochzufahren, Richtung Turm vielleicht, weil da ja die Laternen auch drinne waren. Wildwasserbahn hier oder was? Okay, da ist der Turm. Was leuchtet denn da hinten überhaupt so komisches? Aber hier war ich doch erst, als der ganze Scheiß schon den Bach hier runterging. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach so, die Dinger sind. Okay, merken. Okay. Ich glaube, das Ding war noch ein wichtiges Haus. Vielleicht sollten wir da erstmal hingehen. Ich erinnere mich an irgendeine Plattform-Symbolik, wo das Haus an dem Berg irgendwie abgebildet war. Okay. Er spielt einfach Banjo oder so. Da geht's zum Turm. Hol ich mir erstmal eine Laterne? Ich hole mir erstmal eine Laterne. Der Turm ist ja noch viel höher. Da oben muss ja auch noch irgendwas abgehen. Ah, lass mal die mal lieber hier. Nehmen wir mal eine von den Doppelten hier mit. Der Turm ist ja noch viel höher. Weiß nur, wie soll ich denn da oben hinkommen? Ohne mein Raumschiff komme ich da oben nicht hin, außer er kippt, der Turm. Okay, wo muss man nochmal hin? Ich habe die Orientierung verloren. Sind wir hier schon richtig? Nee, da müssen wir hin. Okay. Oder war das hier? Waren wir hier drinne? Ich glaube, hier drin haben wir die Filme geguckt. Okay, dann würde ich fast sagen, weil wir wissen, wo noch mehr Filme sind. Nochmal ein Stück zurück. Ich glaube, das eine Haus, das war das, wo wir Filme geguckt haben. Okay, hier ist auch eine Lampe. Das denn? Er zeigt mir irgendwie Geheimweg.
Geheimweg hinterm Turm. Okay. Nochmal Lampe mitnehmen. Das ist, ist das, war das jetzt alles schon? Geheimweg hinterm Turm. Da unten ist ein Loch im Berg. Okay, für einen kurzen Moment flackert es hier irgendwie. Es hört sich an, als würden irgendwelche Maschinen jetzt hier drin an sein. Hier ist ja nichts außer Beamer. Okay, wir müssen rüber zum Turm. Effizienteste Weg dahin ist hier lang. Eigentlich müssen wir ja nach unten. Müssen ja eigentlich dahin. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist mit Laterne ins Wasser. Okay. Frage schon beantwortet. Nicht gut. Okay, dann können wir die auch stehen lassen. Oder können wir die nochmal anziehen irgendwie? Erstmal tragen. Das ist jetzt natürlich alles neu hier. Das muss ich erstmal alles kennenlernen. Siehst du, ich wusste es. Der Turm ging noch viel höher. Das ist der Turm mit dem Planeten darüber. Okay, aber zum Abspielen haben wir hier nichts. Stehen wir hier oben. Der Planet über dem Turm. Ah, hier, das ist der Schneemann. Ist das dieser komische Sarg oder was wir da gesehen haben? Okay, das ist ein ganz anderes Gebäude, als ich gedacht habe. Das ist der Turm. Okay, wir müssen anscheinend auf diese runden grünen Fenster irgendwie achten. Der hat keins. Wir müssten ja jetzt eigentlich... Welches Gebäude war das denn jetzt? Da hinten, das glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das überleben, wenn wir jetzt hier runterspringen. Easy. Okay, dann gehen wir da nochmal schnell rüber. Auf jeden Fall mal ein neues Filmchen. Da ist die Kapelle, die sie angezündet haben. Scheiße, jetzt habe ich gar kein Licht. Fuck. Kriege ich denn jetzt zum Turm? Schon wieder zum Turm? War hier nicht noch irgendwo anders gerade eine Laterne? Hier vielleicht? Doch hier gerade irgendwo eine hingestellt. Ja, hier. Interessante Technik. Also gerade weil das Eulen irgendwie sind und mit Licht. Ich dachte, die mögen generell die Dunkelheit. Okay, Film angucken. Okay, der grüne Kreis, der scheint irgendwie wichtig für die gewesen zu sein. Der hat auch einen kompletten Kreis jetzt um sich herum. Ist das der Turm? Könnte der Turm sein, ja? Ja, ist der Turm. Rechts ist, nee, mittlere Fenster. Der Planet, der muss wichtig sein.
irgendwas mit dem Planeten. Er nimmt die Lampe da weg. Okay. Verstehe. Alles klar, abgefuckter Geheimgang. Dann gehen sie alle da rein. Ja, alle hier alle in ihre Gebetshäuser. Das ist ein Eingang in so ein Gebetshaus. Okay, wir haben keine Zeit. Das haben wir gelernt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Oh, das Ding bricht schon bald. Shit. Beim letzten Mal hatte ich den Damm erst gar nicht so richtig im Auge. Deswegen dachte ich, der würde die ganze Zeit so aussehen. Die Laterne haben sie weggenommen. Fucking Nothing. Ich die ganzen Lampen jetzt hier wegbringen oder was? Ist hier zu hell drinne? Die sind doch da safe durchgegangen eben. Ist ja auch zappenduster, wa? Aber es scheint nichts zu bringen. Ich bin immer noch nicht wirklich an viel Information jetzt für mich gekommen, dass mir hier irgendwas schlüssig wird. Stellen wir die Dinger da draußen in so einem Kreis hin. Ich höre was, ich höre was. Jetzt hier. Geheimgang. Okay, warum war das jetzt das Ding? Habe ich jetzt nicht verstanden? Yo, oh shit, Junge, das ist gruselig, alter Schwede. Scheiße, das ist gruselig. Jetzt bricht der Damm auch noch. Fuck. Okay, was können wir hier machen? Marshmallow rüsten? Wird der jetzt irgendwie magisch oder was? Ist das jetzt ein magischer... Okay, der Turm ist leicht gekippt. Okay, ich verstehe es nicht so richtig. Kann ich mich hier auch dazu gesellen oder was? Okay, die halten alle so eine Lampe mit einem Feuerchen drinne. Was übersehe ich? Es hört sich so an, als würde hier einer schnarchen von denen. Okay, ich bin mir nicht sicher, was ich übersehe, wenn ich ehrlich bin. Bis auf das ein Platz frei ist. Das ist das Einzige, das mir hier auffällt. Alle halten eine Laterne. Ein Platz ist frei. Heißt das, einer ist zu spät gekommen oder was? Hat er verpasst? Liegt der draußen vielleicht irgendwo? Kann ich mir dann seine Dings machen? Ich mach mal hier kurz ein Nickerchen. Muss ja einen Sinn haben, warum ich das machen kann. Okay, reicht.
Okay, alle noch da. Habe ich ein bisschen Schiss vorgehabt, dass gleich irgendwie zwei, drei fehlen. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist. Was ist, wenn das hier alles unter Wasser gerät? Dann müsste das Feuer ja ausgehen und die anderen Feuerdinger auch. Konnte das noch mehr unter Wasser stehen? Ich hatte das Gefühl, die sind alle hier durchgegangen. Oder? Nee, stimmt, die haben auf den Planeten gezeigt. Stimmt, ich erinnere mich. Jetzt habe ich's, ja. Hier musste ich nur die Lampe wegnehmen. Aber der Turm, der bricht doch gleich nochmal zusammen. Der fällt doch gleich richtig ins Wasser. Da ist die Kapelle. Eine Brücke angefahren. Vermutlich, wenn der Damm bricht, kann ich da durch. Oder sowas in der Art. Das öffnet ja quasi auch einen neuen Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier mal warte, bis der Turm umkippt. Wahrscheinlich sterbe ich dann einfach. Also das Einzige, was ich jetzt denken würde, ist, dass einer das irgendwie nicht geschafft hat hier zeitlich. Der liegt jetzt vielleicht draußen noch irgendwo rum. Mit seiner Laterne. Und ich kann mir die Laterne dann nehmen. Weil die scheint ja auch irgendwie wichtig zu sein. Ich kann jetzt nicht ableiten, warum. Es scheint auf jeden Fall ziemlich wichtig zu sein, das Ganze. Ich mache da unten jetzt einfach nochmal kurz Nickerchen. Dann können wir das auch abhaken. Tja, wann kippt der denn? Ich hatte das Gefühl, das hat gestern gar nicht mehr so lange gedauert. Bricht er jetzt? Jo, jetzt kippt er. Okay. Das Feuer ist aus. Junge, jetzt wird es aber gruselig hier unter Wasser, ey, wenn das hier so abspackt. Okay, jetzt ist hier auch ein Loch irgendwie. Aber mehr kann ich hier trotzdem nicht machen, irgendwie. Ach, scheiße, jetzt geht auch Zeit vorbei. Okay, sobald der Turm kippt, ist auch Ende im Gelände. Ah, vielleicht hätte ich das auch entdecken können. Okay, den Raum kann man auch so entdecken. Gut, wir haben ja ein paar Einträge im Schiffslog. Da können wir jetzt erstmal kurz gucken. Vielleicht wird da irgendwas erklärt. Ansonsten erstmal noch die anderen Dia-Filme gucken, würde ich sagen. Bevor wir uns hier weiter umgucken. Kriegen wir das Ding hier überhaupt die Strömung nach oben? Scheint zu funktionieren.
Das heißt, wir könnten easy peasy hier auch, auch Stromleitung. Okay. Beim letzten Mal den Progress gemacht haben und das Spiel mir dann leider abgestürzt ist, müssen wir jetzt natürlich dementsprechend diesen Progress nochmal aufholen, damit wir den im Schiffscomputer haben. Und das mache ich jetzt erstmal, ohne noch großartig zu erkunden, zu rätseln, dies, das, jenes. Und jo. Erstmal nur Progress Recovery. Turm auf der Insel. Hat er das trotzdem gespeichert, obwohl mir das Spiel abgestürzt ist gegen Ende? Weil das ist ja genau das, was ich gemacht habe. Ich habe mich ja quasi nur mit dem Turm beschäftigt. Drei dieser Räume irgendwo auf dem Fremdling betreten. Okay. Ein Raum davon ist in dem Turm. Okay, Progress Recovery wurde jetzt eben verworfen. Es geht direkt weiter. Okay, absolut merkwürdig. Tja, so kann es gehen. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt noch irgendwie an Erfahrung heranbringen können. Ich hoffe, diesmal verletze ich mich auch nicht. Der Geistermaterieort, der scheint eigentlich auch nochmal ganz interessant zu sein. Autsch. Aber es muss ja eigentlich zwei Eingänge geben. Weil wie gesagt, beim letzten Mal bin ich irgendwo anders rein oder kann ich von beiden Seiten rein? Es gibt ja anscheinend zwei Seiten. Da ist ja auch noch so ein Fenster. Vielleicht kann man darüber auch irgendwie rein. So, wo wollten wir hin? Wir wollten erstmal zur Geistermaterie. So. Stups, stups. Ich wollte noch mal gucken, ob es hier irgendwie einen Umweg gibt. Was liegt da eigentlich am Strand? Ha. Ist das so eine Kiste, wo so eine Laterne drin ist, die da gehalten haben? Wenn ja, wie kriege ich die kaputt? Würde ich ja höchstens kaputt kriegen, wenn der Damm bricht. Ich weiß, hier am Rand konnte ich irgendwo lang. Das ging. Wir wissen ja auch, Wasser. Von unten müssen wir hier rein, oder was? Lieber mal vorsichtig. Okay, Richtung Kisten können wir gehen. Da scheint safe zu sein. Was ist hier? Okay, da wo das. Also hier oben die Ecke, wo die Lampe hängt, die scheint safe zu sein. Ah, da ist so eine Lampe. Okay. Dann ist dieser Raum doch wichtig gewesen. Was haben wir hier hinter noch? Kiste. Sonst nichts. Okay, aber was können wir damit machen? Da ist noch ein zweites Ding.
Erste Überlegung, die ich hatte. Oh, ich kann es aktivieren. Fokussieren, verbergen. Damit ich das Feuer unter Wasser vielleicht schützen kann. Nicht das verberge. Okay, wir müssen den, jetzt diesen Nutzen für das Ding eigentlich erstmal rausfinden. Das müsste auch so ein Haus sein. Das sehe ich an dem, oder? Ah, nicht ganz sicher, aber könnte sein, dass das hier auch so ein Haus ist. Ja. Sind die gleichen Bilder? Das ist die Frage. Ist es immer das hier? Ist es immer das Bild hier? Ja, scheint so. Dann gehen wir mal mit dem Artefakt da rein. Also es ist immer dieses Bild, das einen heruntergehen lässt. Oder diesen Geheimgang öffnet. Hier sind sie alle vollzählig. Aber wie würde ich das ankriegen? Ich hätte jetzt eher an dem Feuer gedacht. So eine Decke scheint auch nichts zu bringen. Okay, diese Räume, die scheinen irgendwie wichtig zu sein, aber ich kann aktuell absolut nicht sagen, wieso. Er sieht genauso aus wie der andere Raum in dem Turm. Aber schwierig. Okay, aber wir haben zwei von diesen Häusern gefunden. Gegenüber von dem Eulengemäldehaus, wo ja auch noch Dia-Filme waren. Ich bräuchte eigentlich auf schnellstem Wege. Ach, hier sind doch Laternen drin. Gut, dann legen wir das Ding jetzt erstmal hier ab. Und nehmen erstmal noch eine Laterne mit. Ich meine, das Eulenhaus hier war das nämlich. Schnell hin, Speedrun. So, wegen der Laterne. Ah. Jo, gar nicht klar mit der Steuerung. Jetzt würde ich zum ersten Mal spielen. Oh, dann halt Backdoor. Okay, Laterne rein. Die Dia-Filme waren wo? Oben? Genau, dann können wir uns, glaube ich, zwei sogar angucken. Ich glaube, da war noch einer. Okay, der Planet. Okay, vielleicht. Okay, wir haben das Auge und den Planeten gefunden. Kann ich nicht viel zu sagen. Es gibt einen Planet mit einem Mond, mit einem kleineren zweiten Planet. Das Auge des Universums. Es ist in der Nähe von uns. Es strahlt. Da hinten ist noch ein Sonnensystem. Ein zweites Sonnensystem. Die haben auf diesem Mond gelebt, von diesem Planeten. Oder auf dem Planeten von dem Planeten. Das Auge des Universums hat die Dinger entfacht. Okay, dann wurde ihm ins Auge gelasert.
kurz zurück. Also, wie wir sehen, diese Lichtdruckwelle trifft auf eine Linse, die das Feuer entfacht oder irgendwie so in der Art. Er guckt dann da nochmal durch, schießt ihm ins Auge. Da schießt sie ihm rein. Volle Dröhnung. Und dann sieht er Dinge. Dann sieht er... und bekommt Angst davor. Ruft er seine Homies zusammen. Ha. Man sieht es anscheinend richtig, oder was? Strahlt und dann ist wieder verbrannt. Das ist ja das Raumschiff, das die anscheinend zu dem Zeitpunkt dann gebaut haben. Dann ist es fertig gebaut. Dann kommen sie aus ihrem Sternensystem zu unserem Sternensystem. Dann sind die schon ziemlich nah an dem Auge des Universums. Okay, wir holen uns nochmal den anderen Dia-Film. Also bisher noch nicht so viele Sachen, die ich verstehe. Haben die vielleicht aber auch Angst um das Auge des Universums, weil die wissen, wie wertvoll das Auge ist? Sind das Wellen von dem Auge des Universums? Das ist wieder dieser heftige Sarg. Da schließen die anscheinend irgendwas drin ein, die... das Feuer schließen die ein? Oder irgendwie so? Licht. Das ist das erste. Ich habe ja vorhin schon mal gesehen, wie es davon ein zweites Licht gab. Die dann die zweite Kette drum gelegt hat. Dann wird es noch eine dritte Kette geben. Hm. Okay, die Dia-Filme haben wir aber auf jeden Fall schon mal. Also bisher weiß ich echt nicht. Ich müsste gleich mal den Schiffscomputer alles nochmal in mich reinsaugen. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir einfach nochmal. Die Häuser müssten wir alle gecheckt haben. Hier waren wir ja gleich zu Anfang. Ich nehme mir die Laterne lieber da hinten nochmal mit. Es gibt ja auch noch ein drittes Häuschen. Ja, stimmt. Warum bewege ich mich nicht eigentlich viel mehr auf Land? Wenn hier ist so viel Land auch. Vielleicht kann ich hier nicht überall lang. Sieht so aus. Hm. Ja, hier komme ich auch nicht hoch, wa? Vielleicht von hier. Oh. Passt. Vielleicht können wir auch von hier nochmal gucken. Ja. So, der Damm, der bricht. Das heißt, entweder
Ist dort jetzt etwas, bevor er bricht, das ich sehen könnte? Oder Nummer zwei, vielleicht trifft auch beides zu, er öffnet mir quasi erst ab da irgendwie einen neuen Weg. Ich denke da jetzt an den hier Hourglass Zwilling. Hourglass Twin. Fällt jetzt der Name nicht ein? Sanduhr Zwilling. Wo ich ja auch auf dem einen Planeten erst was machen kann, sobald der Sand abgeflossen ist. Das ist ganz schöne Einöde hier, du. Aber das wird ja auch alles dann geflutet hier. Das geht ja gleich alles hier den Bach runter. Okay, da bleibt uns keine andere Möglichkeit jetzt als ins Wasser zu springen. Noch habe ich auch keine Idee, wie ich das Ding hier anzünden kann. Das Lagerfeuer war jetzt meine erste Idee. Aber anscheinend brauche ich ja irgendwie einen Boost von dem Auge des Universums, damit das Ding entfacht wird. Zumindest kann man hier auftanken. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns hier so ein Kanu und ich weiß nicht, was hier jetzt vielleicht noch irgendwie war. Ich glaube nichts, das ich noch nicht gesehen habe. Wahrscheinlich noch unendlich viel, das ich nicht gesehen habe, aber ich würde jetzt ganz gerne mal hier hochfahren. Die Stromkabel sind jetzt auch noch heile. Die reißen dann wohl erst mit dem Damm. Will ich hier hoch? Will ich das? So, vielleicht. Hallo? Okay, ich kann nicht zurück, ich kann nur noch mittreiben. Sieht schon bemerkenswert aus, muss ich sagen. Also das ist schon echt crazy. Ah, gucke, da ist die Glocke, die sie versiegelt haben, oder was? Okay. Dann Schiff, Schiff. Ist das diese Glocke? Oder was auch immer? Anfänglich gedacht Schneemann. Ach, von unten rein, okay. Okay, mehr dran denken von unten. Das war jetzt Zufall. Schiffslog aktualisiert. Also das war jetzt schon was Besonderes. Versiegelt. Also ich will es aufmachen, ja? Ich hätte jetzt fast gedacht, dass ich es auch versiegeln will, dass das jetzt offen ist und ich irgendwas wieder einsperren muss. Okay, ich muss das also aufmachen. Versiegelt haben die das mit so einer komischen Konstruktion. Ja, mit der auf jeden Fall nicht. Ha, das ist schon echt überwältigend, alles, was hier zu entdecken ist. Und quasi auch auf so einem kleinen Raum. Sonst musste ich von Planet zu Planet. Okay, also hier werde ich wohl nichts machen können. Fokussieren, was bringt mir das, wenn ich das hier mache? Das Feuer macht mir auch echt Damage.
Okay, ich muss irgendwie herausfinden, wie ich dieses Ding hier ankriegen kann.